Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich bin immer noch in Österreich und es regnet, deswegen heute kein Außenvideo. Vielleicht hört man die Tropfen, die über mir aufs Dachfenster tröpfeln. Und heute geht es einmal um die Jabra oder Jabra 85H. Das sind meine allerersten Jabra-Kopfhörer jemals. Denn die Jungs und Mädels von Jabra haben gesagt, du Faultier, du testest die ganze Zeit Bose, Sony, was es da nicht alles draußen gibt. Schau dir doch auch mal bitte unsere kabellosen Bluetooth Over-Ear Noise Cancelling Headphones mit, also Kopfhörer, mit Sprachassistenten an. Lustig, direkt ein kleiner Zettel dabei. Bevor Sie loslegen, laden Sie die bitte Sound Plus App herunter und aktualisieren Sie die Firmware. Finde ich natürlich sehr schön nochmal da als Hinweis, wobei gerade bei so App-Dingern, da kommt ja dann direkt der Hinweis, bitte aktualisiere mich. So, wir gucken einmal rum. Ach nee, Preis. Ich habe eben geguckt, gibt es von jener Farbe 240 für die Kupferversion zu 225 Euro. Bewegt sich damit jetzt eigentlich auch in der aktuellen Preiskategorie von Sony 1000ern oder dem Bose 35ern. Wenn man natürlich da die UVPs anguckt, dann sind die hier natürlich deutlich günstiger. Und auch ich habe immer gedacht, Jabra wäre so, was soll man sagen, billig? Ne? Also ja, oder ich will jetzt noch nicht preisgünstig sagen, weil da habe ich das Ergebnis noch nicht getestet. Aber war ich doch ein bisschen überrascht. So, aber ne, wenn die was taugen, dann können und in der gleichen Liga wie die anderen mitspielen, dann natürlich, dann sollen die auch genau diese Preise aufrufen. Exceptional Engineering Superior Sound vor 150 Jahren. Daran merkt man wieder, ich habe keine Ahnung von der Firma. Es ist die Farbe Navy Blue. An der Seite gibt es nochmal sonst keinen Hinweis. Auf der Rückseite nochmal die wichtigsten Sachen. Ne, Smart Active Noise Cancelling. Das wäre dann nicht ANC, sondern SANC. 8 Mikrofone für zum Telefonieren. 4 fürs Noise Cancelling davon, glaube ich. 43 Stunden Akkulaufzeit mit Noise Cancelling. Und Regen... dicht, wasserabweisend. So, gucken wir jetzt aber mal rein. Das war jetzt auch ein zu langes Intro eigentlich. Wir gucken mal. Unten ist ein Aufkleber. Ich habe hier sogar in der Hütte eine kleine Schere gefunden, die ich nochmal hier halten muss. Einmal und zweimal. So, jetzt die Frage, nach oben weg, nach unten drücken. Oder? Nee. Ah doch, einfach raus. Aber auf jeden Fall eine schöne Box. Also von der Haptik, ne, sage ich ja auch mal bei den Unboxings, taugt das hier auf jeden Fall. Ach ja, und dann noch Lasche zum Rausziehen. Ja, schön. So, und dann auf der Seite. Get started, Download, dann nochmal der Hinweis, personalisieren, Active Smart Sound und dann nochmal registrieren für 2 Jahre Garantie. Auf der Rückseite, Quick Start Anleitung, auch ein schönes Auspackerlebnis bisher, ne? Das hier hingegen, es sind wieder welche zum Falten, zum Ein- und Ausschalten. Ja, gucken wir mal. Okay, dann, hier wird jetzt klar, dass es sich um die blaue Farbe handelt, wobei hier im Licht fällt es jetzt auch deutlich besser auf, dass das blau ist und nicht schwarz. Da unten drunter dann noch Warranty. Kleiner asiatischer Plastikgeruch kommt hier aus der Box, definitiv. Und auch nochmal, also dieser Hinweis auf die, ich glaube, ich habe noch nie so oft Hinweise auf, lad dir doch gefälligst unsere App runter, bevor du unsere Kopfhörer benutzt. Das ist natürlich eine interessante Sache. So, Fake, also was ist das? Nein, deshalb nennt sich heutzutage veganes Ledercase. Aha, ziemlich, ziemlich groß. Also das nimmt definitiv Platz im Reisegepäck ein. Und das ist ja das, wo ich immer sage, Over-Ear, ne, gerade Noise Cancelling, das ist Reisegepäck. Aber... schöne Aufmachung, kleiner Einnäher, damit man noch sich erinnert, wie man sie reinfaltet. Oh ja, so, schöne Nummer, schöne. Also erster Eindruck, vor allem, dass es so mit Stoff überzogen ist, hatte ich in dieser Form auch noch nicht. Schöner erster Eindruck, sind vielleicht ein bisschen groß, aber da muss ich mir überlegen, naja, wenn die 36 Stunden Akku mit Noise Cancelling haben sollen, dann müssen ja dementsprechend auch große Akkus eingebaut sein. So, wir klappen es mal auf, achso, dann fängt es direkt an zu leuchten, weil es sich direkt so einschaltet, geht auf Bluetooth. Hört ihr? Kriege ich direkt schon eine englische Stimme, die mir sagt, ne, verbinde die Dinger mit deinem Telefon, beziehungsweise hol dir auch wieder die Jabra-App. Jabra an der Seite, das sieht mir nach Metall, Plastik. Kriege ich gerade nicht eingeordnet. Ne? Dann, stufenloses Einstellen, also nichts mit klack, 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 klack. Ne? Also höhenverstellbar oder größenverstellbar sind sie auch. Finde ich natürlich immer zum Ziehen, naja, ich mag klack, 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 klack ein bisschen lieber, weil wenn ich da einmal weiß, wie viel Klacks ich brauche, nach dem Zusammenfalten, um sie wieder auf die Ohren zu setzen, um die gleiche Größe zu haben, wenn ich einmal die richtige Größe gefunden habe. Aber auch hier werde ich natürlich gucken, ne? Spiel, 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 Spiel. Wie weit lassen sie sich zusammenfalten? Ne?
gar nicht so weit. So rum vielleicht ein bisschen mehr auch nicht. Nee, das eine vor dem, die eine vor dem anderen. Nee. Puh, das ist natürlich auch eine Sache. Daher verschenkt man hier gerade. Oh, wobei, warte mal, ich sollte mal die. Hahaha. Okay, Scharniere wieder komplett einklappen, dann geht's so. Oh, dann habe ich ja aber die spitzen Dinger rausstehen. Das ist jetzt aber gerade eine etwas ungünstige Transportkonstruktion. Wenn ich das hier gerade so im ersten Eindruck mal sagen darf. Aber ich glaube, ich habe sie falsch rum zusammengeklappt. Glaube ich eher so rum. Aber blinkt ja immer noch. Also ganz habe ich das mit dem Ein- und Ausschalten noch nicht. Ah, so rum. Ah, so rum sind sie. Ah, und so werden sie gefaltet. Naja, richtig klein wird es zum Transport nicht. Und nach wie vor, die echt spitzen Kanten stehen hier raus. Also das mal eben in eine Jackentasche zu packen. Boah, also. Ne? Einschalten, ausschalten. Einschalten. Naja, dann bin ich dann eingeschaltet. Aber in dem Moment, wo ich sie einklappe. Alter, wer hat sich denn diese Konstruktion überlegt? Naja, gut. Machen wir mal weiter. Was hatten wir sonst noch? Wir haben ein USB auf USB-C-Kabel zum Laden, was mir natürlich sehr gefällt, beziehungsweise ja, erwarte ich heutzutage. Ein Y-Adapter für die Flug-Infotainment-Systeme und dann nochmal ein normales Audio-Kabel, also beide Seiten 3,5 mm, nicht wie bei Bose, sehr schön, dass ich die Dinge auch mit Kabel betreiben kann. Dann haben wir sonst noch eine Mikrofontaste und ansonsten haben wir noch eine Pairing oder An- und, ja, An- und Aus-Taste kann es ja nicht sein. Oder es ist die NC-Taste. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage an den Dingern selber. Gibt es da keine Lautstärke? Ich spiele jetzt erstmal damit rum. Das heißt, bedeutet, ich ziehe mir mal eben die Jabra-App, richte das Ganze ein und dann sage ich ein paar Punkte. Ich habe mich jetzt mal ein Ründchen quer durch alles Mögliche gehört und Nummer 1, das Update hat sehr lange gedauert. Nummer 2, an dieser Stelle mal ein bisschen Kritik. Also was ich nicht verstehe, ist, hier wird ja so ein Zettel beigelegt, so nach dem Motto, mach die Updates. Wenn man dann aber die App startet, ne, Einrichtung war easy, dann muss man selber auf die Suche gehen nach dem Update. Dass da nicht direkt in der App dann so der Hinweis kommt, push hier, Update ist verfügbar, mach das mal eben. Nee. Vielleicht legen sie deswegen den Zettel herbei. So, Tragekomfort, was weiß ich, hatte jetzt nur noch 20 Minuten auf oder sowas. Ihr seht hier schon eine leichte glitzernde Schweißschicht. Ne? Ist halt over. Hier ist es schon, die Dinger, ja. Aber angenehm zu tragen bisher. Also so Gefühl. Gut, nach 20 Minuten ist jetzt, zählt nicht so wirklich, aber ne, erster Eindruck, passt. Klanglich fand ich das auch sehr schön und vor allem jetzt lobe ich wieder die App. Nein, nur beim Verwenden. Also jetzt lobe ich wieder die App, weil es so viele Einstellmöglichkeiten. Achso, jetzt habe ich sie gerade wieder ausgemacht. Gut, an das Drehen muss ich mich erst noch gewöhnen. So, sie schalten sich ein, sie blinken, sie suchen, ein paar Sekunden und dann ja, da verbunden. Jetzt hier eine Sekunde, das war die Bluetooth-Verbindung und jetzt müsste es auch jeden Moment auch in der App losgehen. Warum die auch immer jetzt so ein bisschen länger dauert. Was ich aber in der App loben wollte, waren die verschiedenen direkten Einstellmöglichkeiten. A, vom Sound, dass ich direkt den Equalizer habe. Schöne Nummer, die Voreinstellungen, naja. Aber auch dann hier die Punkte oben zwischen Active Noise Cancelling an, aus und diesem Hear-Through. Also ne, ich sitze irgendwo am Gate oder so und dann kommt die Durchsage und ich will die Kopfhörer halt nicht abnehmen, sondern wechsle da mal eben auf den Tastenmodus, gehe dann da durch und naja. Apropos Tasten, wir haben Wohltasten. Auf der rechten Seite befinden sich wirkliche Drucktasten für lauter, leiser und in der Mitte mal wieder eine für Pause, Play, Assistenten und was nicht alles. Vor und zurück fehlt hier. Finde ich ein bisschen schade. Also ich meine, ne, da wäre noch so mal für mein Glück hätten sie auch noch vor und zurück mit einbauen können. So, also als Extra-Tasten da nochmal. So, das Noise-Canceling im ersten Eindruck, ja, es ist ein Noise-Canceling da. Ist aber gar nicht so irgendwie, dass ich einen Druck auf den Ohren bekomme, wenn es aktiviert wird, aber ich höre ein deutliches Rauschen. Das bedeutet, ne, da in leisen, lauten Umgebungen, das alles damit auszublenden, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also ohne jetzt Musik zu spielen. Und wenn ich Musik leise spiele, höre ich das immer noch. Also ich brauche so einen gewissen Standard-Level für Musik, für Filme oder irgendwas an Audioquellen, die mich da beschallen, um vom Noise-Canceling wirklich was zu haben. Also um mehr zu haben, sage ich jetzt mal. Aber wie sich das im Alltag schlägt, das muss ich, gibt mir ein bisschen. Ne? Also ich freue mich jetzt, dass ich jetzt endlich mal Jabras teste. Und ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.